Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Wir machen noch eine kleine Zwischenquest, bevor wir tatsächlich mit der Hauptquest anfangen können. Ich gehe mal nicht hier rum. Wir gehen mal hier rum. Ich hoffe, dass jetzt nicht die Quest einfach so startet. Das wäre ein bisschen doof. Also die Hauptquest. Weil das kann natürlich auch schnell passieren. Ich möchte zuerst gegen Lambert spielen. Und ich hätte gern die Möglichkeit dazu. Alter, wie viele Tore es hier gibt, ne? Alter. Also, die ist schon groß, die Burg. Gerald, kommst du da hoch? Nice. Schön. So, lass mich bitte gegen Lambert spielen. Spiel? Darf ich gegen Lambert spielen? Da sitzt Lambert. Oh oh, was scheiße. Wir haben alles, was du brauchst. Großartig. Lambert, bereite die Apparaturen vor. Eskel, geh. Das reicht, meine Liebe. Ich gebe hier die Anweisungen, nicht du. Wir hatten eine Vereinbarung. Wir heilen Uma auf meine Weise. Ich sagte, wir helfen dir. Das war's. Du hast es noch nicht für nötig gehalten, uns zu informieren, was du mit ihm machen willst. Es ist nicht sicher, oder? Dachte ich's mir. Deshalb sollten wir erst eine andere, weniger gefährliche Methode versuchen. Welche andere Methode? Welche andere Methode? Stammt aus einem traditionellen Brauch. Hab sie oft benutzt. Etwa im Jahr 1211, um den Fluch des Schwans von Povis zu brechen. Ich bringe Uma in die Berge. Und dann heult ihr zusammen den Mond an? Etwas mehr Respekt. Du redest nicht mit Geralt. Nein, das machen wir nicht. Ich lege ihn auf einen Grabstein. Um Mitternacht gebe ich ihm einen Tee mit Schierling, der... Das muss ich dir nicht erklären. Meiner Meinung nach... Ich kenne deine Meinung, aber ich bitte dich nicht um Erlaubnis. Ich sage dir, was passieren wird. Im Morgengrauen bin ich zurück. Mit Uma. Oder was auch immer in ihm drin ist. Finde ich gut. Einmal probieren einfach. Ach, er macht das eh. Okay. Nee, das sage ich nicht. Nun, wir haben den Abend frei. Was machen wir jetzt? Vesemir sagte, dass ein paar Dachbalken ausgetauscht werden müssen. Wir könnten uns darum kümmern. Ja. Oder ein Zusammentrinken. Klingt viel besser als die Dachbalken. Hätte nichts gegen einen kurzen. Oder zwei. Oder ich kann nichts machen. Wurde überstimmt. Auf geht's. Macht, was ihr wollt. Aber wartet noch kurz. Geralt und ich müssen reden. Oho, das klingt ernst. Komm, Lambert. Bis gleich, Geralt. Ach, die fangen einfach schon mal an. Was habe ich jetzt? Stimmt was nicht? Irgendwas nicht in Ordnung? Nichts. Ich wollte dich für mich alleine. Ohne, dass die anderen merken, was wir machen. Und was machen wir? Uns nach oben schleichen und uns lieben. Oh, du nimmst kein Blatt vor den Mund. Ich bin zu alt, um die schüchterne Braut zu spielen. Es sei denn, du fragst artig. Gehen wir? Du kannst später zu den anderen. In einer Stunde. Oder zwei. Ja, doch, wir müssen das. Oder werden. Drei. Ich werde dich daran erinnern. Für Yennefer müssen wir das. Ich werde natürlich mal wieder... Mr. Blur. Ja, genau ab hier. Mr. Blur. Aktivieren. Obwohl er ist eigentlich ab hier. Ja. Kann es sein, dass man keine Musik hört? Weil ich höre auch keine. Ja, man hört keine Musik und gar keinen Ton mehr. Oh.
Tja. Ist halt so. Kann ich jetzt auch nichts machen dran. Die zwei lieben sich jetzt. What the fuck? Was ist das denn? Da sind gerade Wölfe gelaufen. Wölfe, die ein Reh jagen. Moment. Springen über den Zaun. Das sind drei, glaube ich. Drei Wölfchen. Ja. Und der erste ist sehr viel schneller als die anderen Wölfchen. So, jetzt muss das Reh entweder da drüber. Hui. Okay. Hä? Was waren das für komische Szenen? Sieh einer an. Turteltauben im Anflug. Habt ihr euch amüsiert? Du hast die Antwort doch gehört, Lambert. Außerdem geht's uns nichts an. Jen, wir haben leider keine Gläser. Ich hoffe, Krüge passen dir auch. Heute trinke ich sogar aus einem Stiefel. Oh Gott. Statt Trübsal zu blasen, könnten wir uns gegenseitig auf den neuesten Stand bringen. Ja, dann machst du. Ja, Lambert. Was hast du getrieben, Lambert? Hattest du interessante Aufträge, bevor du dich auf die Suche nach Karadin gemacht hast? Oh, stimmt. Ein Auftrag in Lan Exeter. War zugegeben recht einträglich. Ja, in Kovir liegt das Geld fast auf der Straße. Lan Exeter. Weißt du, wie viel sie dafür an Ertrunkenen zahlen? Ruhe, jetzt rede ich. Dieser Riese hat sie also heimgesucht, hat Reisende angegriffen, Menschen in die Sümpfe verschleppt. Und sich auf der Hauptstraße erleichtert, sodass jeder reingetreten ist. Du hast genug Spannung aufgebaut. Komm zum Punkt. Also, hat sich herausgestellt, dass es kein Riese war, sondern ein großer Waldtroll. Und die Reisenden wurden von Räubern überfallen. Was hast du gemacht? Erst die Banditen erledigt, um die Straßen sicherer zu machen, dann den Troll. Sollte seinen Kopf liefern, um den Lohn zu kassieren. Pragmatisch wie immer. Du könntest dir von Lamberts Tunlichkeit eine Scheibe abschneiden. Ideen wie gleiches Recht für Trolle vergessen und dich von der Armut fernhalten. Ich wusste, die Zauberin würde es so sehen wie ich. Wohin hat es dich verschlagen, Eske? Nach Aldersberg. Hab einen höheren Vampir gejagt. Ohoho, gefährliche Hurensöhne. Und wählerisch. Meiner hatte eine Vorliebe für junge Frauen aus gehobenem Haus. So wie ich. Deine Fantasien interessieren keinen, Lambert. Aber der Vampir. Selbst ich würde gerne wissen, wie du es angestellt hast. Mein Kunde hat einen Maskenball für die Wohlhabenden der Stadt gegeben. Um den Vampir anzulocken. Ich war auch da, verkleidet. Ich sag euch, so viel Erfolg wie an dem Abend hatte ich bei Frauen noch nie. Wow. Was ist aus dem Vampir geworden? Ich hatte eine Abmachung mit einer jungen Alchemistin. Hat sich zugedröhnt. Fistech, Wodka, magische Pilze. Der Vampir hat sie im Garten gefunden und gebissen. Der Kampf war reine Formsache. Ein modernes Märchen zum Thema Völlerei. Und der Alchemistin geht es gut? Ja, hat etwas Blut verloren. Aber schlimmer war der Kater. Hat einen Monat lang nur Gurkensaft getrunken. Boah. Okay. Hab einiges erlebt in letzter Zeit. Könige, Drachen, Verschwörungen und dann habe ich Jen gefunden. Wirklich sehr schön. Aber warum erzählst du uns nicht von Uma? Uma? Lange Geschichte. Ich war Ciri auf der Spur. Bin nach Velen, Skellige, Novigrad, um mal wieder Rittersporn zu retten. Hat er etwa schon wieder die Falsche gevögelt? Ach, apropos alte Freunde. Novigrad und Vögeln. Wie geht's, Triss? Triss kommt gut zurecht. Was machen die Narben aus Sodden? Noch zu sehen? Lambert, nicht witzig. Gut. Sind wir jetzt auf einmal ernst? Na dann. Jen, was hast du mit Uma vor? Ich sagte doch, wir sprechen morgen darüber. Dann raus mit der Sprache. Mitternacht ist rum. Wow. Ich werde ihn der Kräuterprobe unterziehen. Aber nur... Du wirst ihn was?
Ach, komm hier. Achte auf deine Manieren, Lambert. Hast du gehört, was diese... Ich sag's dir nicht nochmal. Tut mir leid. Willst du einen Hexer aus ihm machen? Natürlich nicht. Es geht mir auch nur um die erste Hälfte der Probe, weil... Weil du ihn leiden sehen willst? Unterbrich mich nicht, sonst werde ich dich leiden sehen. Um Uma seine alte Gestalt wiederzugeben, müssen wir erst... Wie erkläre ich's? Es ist wie mit Ton. Um ihn zu formen, muss er feucht sein, sonst zerbröckelt er. Darum geht's im ersten Teil der Probe. Er bereitet den Körper auf eine Veränderung vor. Nur so können die Mutagene einen Hexer hervorbringen. Wie stehen die Chancen, dass Uma überlebt? Nicht gut. Aber wir haben keine Wahl. Es sei denn, Wesemir macht seinen Trick mit dem Schierling. Ja, du vielleicht. Du wirst dich wundern. Der Alte weiß, was er tut. Das wäre die erste Probe seit Jahren. Jahrzehnten. Ich wusste, dass ihr skeptisch sein würdet. Skeptisch? Darum geht es nicht. Dieses geheime Wissen ist vergessen. Und so sollte es auch bleiben. Ich bin die Letzte, die euch vorschlagen will, Horden von Hexern zu züchten. Das brauchst du auch nicht. Bis jetzt hatten wir eine gute Ausrede, warum wir keine Lehrlinge aufnehmen. Das sollten wir überdenken. Später vielleicht. Wer will noch eine Runde? Oh, ich. Aber wir haben nichts mehr zu beißen. Geralt, wie wär's mit einem Überfall auf die Küche? Gute Idee. Edle Herren, es war mir eine Freude, mit euch zu trinken. Besonders mit Lambert. Aber es ist schon spät. Ja, es ist ein bisschen spät. Ein bisschen. Ein Überfall auf die Küche. Bleib nicht zu lang auf. Morgen ist ein wichtiger Tag. Ja, okay. Ich will noch mit Lambert spielen. Wollte nicht hören, oder? Wollen Sie nie. Wovon redet ihr? Vor einer Weile hatte Eskel einen Samuvila-Auftrag. Tolle Geschichte. Gleich erzähle ich weiter. Erst aber etwas Nachschub. Oh, die Leber lässt grüßen. Was ist das? Nennt sich die Quälerei. Zu gleichen Teilen Schnaps und weiße Möwe. Was guckst du so? Jen ist im Bett. Jetzt wird richtig zugelangt. Sehr gut. Noch ein. Zum Wohl. Naja. Ob das so gut ist? Okay, er setzt sich an die andere Seite des Tisches. Hey. Wie wär's mit einer Runde Karten? Warum nicht? Aber um Geld, oder? Ja, komm. Ja, oder willst du lieber Stripquint spielen? Vielleicht verstehe ich ja dann endlich, was die Frauen an dir finden. Vergleicht eure Pillermänner später. Oh, die Gott. Geldbeutel auf den Tisch. Was hat er denn? Nicht wichtig. Fangen wir an. Okay. Ja, wir sind, ja, wir haben eigentlich schon das beste Blatt, was wir haben können. Wir können mal die zwei Verbrennkarten und eine Finte rausschmeißen. Und, ja, irgendeine andere Karte. Die Verbrennkarte ist schon krass. Aber ich kann die anderen Karten gar nicht wegtun. Nee, kann ich nicht wegtun. Ja, entweder verbrennen oder Horn des Kommandanten. Horn des Kommandanten ist halt wichtig für Leute wie ihn hier oder ihn hier. Ja, sonst gute Wetter vielleicht. Ah, komm, die Verbrennkarte weg. So. Let's go. So, wir brauchen... Oh, wir haben schon direkt ziemlich viele. Okay, wir haben direkt Combo-Aktion. Das ist zwar schön, aber bringt mir nicht viel. Ich brauche Spione. Natürlich sitzt der Spione. Aber den behalte ich mir. So. Der hat die Impera-Brigade.
So. Vrem. Warum spielt er mit Nilfgaard? Das verstehe ich nicht. Wir haben kein Spiel bekommen, nein! Tja. Wir könnten ihm. Ah ja, komm. Strömender Regen. Ach du Penner. Ja. Im Zweifel lohnt sich halt. Dingsbums. Hier warte ich jetzt ihn noch als Köder. So, bitteschön. Er hat nur noch 5 Karten. Bitteschön. Mach mal Licht. Blombs. Trägt auf 36 hoch. Er könnte mit wenig Karten mir auf jeden Fall gefährlich werden. Deswegen setze ich einen Legendary. Ja, mach du das. Ja, noch ein Legendary, dann kann er uns nicht mehr überholen, glaube ich. Ja. Alter. Okay. Nice. Erstmal die Legendaries setzen. Danach holen wir auch Yennefer direkt ins Spiel. Aber ich glaube, das ist nicht das richtige Gewinnspiel gegen Monsieur Lambert. Hier, Reviving. Ja, irgendein Katapult. Ach, gutes Wetter. Hey, aber ihr kennt mich. Gegen solche Gegner mache ich immer gerne Ultra Push. Nice. Bloms. Bloms. Und Bloms. Aber damit noch nicht genug. Wir holen uns noch den Revive zurück. Und dann spielen wir nochmal Revive und Revive in den letzten. So, damit haben wir 18 gegen 8. Ja, das war ziemlich eindeutig, ne? Gutes Spiel, Geralt. Vor allem der Zug mit Eskel. Du brauchst ihn nicht zu loben. Schenk ein. Ach, das war gegen Eskel. Okay. Ah, nee. Es war das. Das war gegen Lambert. Okay. Na los, amüsieren wir uns. Langweilen wir dich etwa? Nein, es ist nur nicht witzig genug. Unser Schönling hat recht. Hör zu, ich kenne da ein Spiel von einem Schüler in Ochsenfurt. Mhm. Einer fängt an und sagt, ich hab noch nie, und beendet den Satz, wie er will. Wer das Erwähnte schon mal gemacht hat, muss einen trinken. Dann ist der Nächste. Oh, das ist ein Trinkspiel. Klingt gut. Du fängst an. Ich hab noch nie mit einem Succubus geschlafen. Also ich muss trinken, wenn ich das schon mal gemacht habe, richtig? Ja, dann Mist. Geralt träuscht. Sieh mal einer an. Das hätte ich von Geralt erwartet. Aber von dir? Eskel, Eskel. Stille Wasser sind tief. Ich stehe total auf Frauen mit Hörnern. Gut, jetzt ich. Ich habe noch nie nach einem Besäufnis nur noch meine Unterhose angehabt. Ich überlege gerade, wir hatten da schon ein paar Szenen. Doch. Nee, nicht nur die Unterhose. Wir hatten, könnt ihr euch erinnern, das war in den letzten Folgen irgendwann. Da hatten wir mit so zwei Typen am Wegesrand einfach gesubbelt. Und die haben uns ja dann ausgeraubt. Aber wir hatten nicht nur noch unsere Unterhose an, ne? Wir hatten noch die Hose an. Also, eine Runde aussetzen. Oh. Oh, Lambert, Lambert. Kermorans schwarzes Schaf. Das Beste kommt erst noch. Es war nicht mal meine Unterhose. Was? Also gut, Geralt, du bist dran. Ich hab noch nie
Ein Sprung aus... ja, komm. Einen Sprung aus dem Fenster einer Geliebten machen müssen. Echt nicht? Muss ja ein harter Hund sein, dessen Frau du durchgevögelt hast. Irrtum. Es war ein Freund. Ich wollte ihn nicht kränken. Ja? Ein schöner Freund bist du. Gut, Leute, lassen wir das. Sonst kann ich euch nie wieder in die Augen sehen. Ist er kälter als im Arsch eines Eisriesen hier. Meine Herren, ich komme wieder. Aber erst muss ich für kleine Drachen. Oh Mann, er sauft doch nicht so viel. Ja, hier. Verstehst du dich gut mit Lambert? Irgendwie habe ich gelernt, nicht über bestimmte Dinge mit ihm zu sprechen. Dürfte eine lange Liste sein. So ist es. Oh ja. Hallo, ihr Knirpse. Feiert euren eigenen kleinen Karneval, was? Alkohol, meine Besten, ist des Hexers ärgster Feind. Wo hast du denn dieses Hütchen her? Aus Wesemirs Koffer. Der letzte Schrei des Jahres 1112. Sicher hat es der Alte getragen, als er Mädels aufreißen ging. Oder, wie man es damals sagte, den Weibern den Hof machte. Jungs, ein Hexer zu sein, ist mehr als nur Karten und Schnaps. Es ist harte Arbeit. Nicht für uns ist das Zwitschern von Kindern. Nicht für uns. Ist gut. Ein Wesemir reicht uns. Zieh das aus, bevor's kaputt geht. Und schenk ein. Oh, das mache ich, Eske. Ich schenk ein. Bis zum Rand. Denn ohne Wodka bist du steif wie ein Buchhalter in der Gipskorsage. Samovila. Erzähl mal, wie war das mit dieser Samovila? Hat einen Bauern geschnappt. Aber statt glücklich zu sein, dass er entkommen konnte, hat sich der Idiot Hals über Kopf in sie verliebt. Wollte, dass ich sie einfange, hab abgelehnt. Also hat er es allein versucht. Mit einem Fischernetz. Ich wette, die zwei tanzen jetzt auf einem fahlen Feld eine Masurka. Tolle Geschichte. Und eine Moral hat sie auch. Ach ja? Und die lautet? Halt dich von gefährlichen Frauen fern. Kannst du endlich Jen aus dem Spiel lassen? Ja, sobald ich ihr vertraue. Du würdest für sie durchs Feuer gehen. Aber sie spielt mit dir wie mit einer Fiedel die ganze Zeit. Nein. Hör zu, ihr gottverdammten Beziehungsexperten. Keiner von euch war je mit einer Zauberin zusammen. Aus gutem Grund. Gut, lassen wir unseren Hübschen, bevor er sauer wird. Er hat schon diesen beleidigten Blick. Nicht auszuhalten. Trink, Geralt. Auf dich und Jen. Und wenn sie nicht gestorben sind... Dann gehe ich jetzt ins Bett. Komm, Schlafenszeit. Puh. Der Wodka. Der Wodka ist alle. Wer holt noch ein? Nein. Ich war schon. Ich hab Essen geholt. Na gut. Ich geh. Küche. Da lang, oder? Lambert, Kumpel. Ich muss was loswerden. Ja? Manchmal bist du ein echter Idiot. Aber ich liebe dich, Bruder. Und du bist manchmal ein echter Angeber. Aber scheiße. Ich würde mit dir durch die Hölle gehen. Komm her, du Knallkopf. Oh. Scheiße. Kaputt? Zum Glück war sie leer. Wo ist Eske? Müsste längst wieder da sein. Wir müssen ihn suchen. Das ist eine Aufgabe für Wesemir. Nicht schon wieder. Zieh die Mütze aus. Wo ist dieser Jungspund nur hin? Vielleicht ist er in Bedrängnis. Ich wette es. Los, Männer, auf zur Rettung. Ich wollte eigentlich Schlafenszeit machen. Also da gab es ja die Funktion. Aber sonst hätten wir ja die Geschichte nicht erfahren. Und ich möchte ja irgendwie trotzdem irgendwie alles zeigen. Eske! 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 Oh Mann, ey.
Irgendwo hier. Eskel, klopf, klopf. Alter, wo ist der denn hingelaufen? Ich kann nicht mal rennen, so besoffen ist der. Alter. Eskel! 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 Da ist noch eine Kiste, die wir nicht gelootet haben. Nein! Eskel, klopf, klopf. Klopf, klopf, hallo. Alter, warum ist das so laut? Hey. Hast du das gehört? Das klang wie das Japsen eines verwundeten Höwerns. Haben wir was dann? Wir haben einen Kampf verpasst. Wurden wir angegriffen? Ah. Eskel! Eskel! Aha. Eskel ist in der Nähe. Moin. Halt durch, Bruder. Hey, schau mal, da ist er. Mit seinem getreuen Meckerfritzen. Hallo, Eskel. Wach auf. Wie? Was ist passiert? Bist abgefüllt. Sternhagelvoll. Und noch einiges mehr. Das ist passiert. Steh auf. Du kannst einen Schluck vertragen. Lass mich. Muss kotzen. Immer dasselbe, wenn wir drei zusammen sind. Lass uns jemand Viertes finden. Besser, eine Frau. Keine hier außer Yen. Und die wollen wir lieber nicht aufwecken, glaub mir. Was ist mit dieser Zauberin, mit der ihr gesprochen habt? Wir machen das Megaskop an, laden sie freundlich ein, sie teleportiert sich her, bringt vielleicht ein paar Freundinnen mit. Wie klingt das? Bescheuert. Lambert, glaub mir, du solltest nichts mehr trinken. Ja, du bist bloß neidisch, dass du nicht drauf gekommen bist. Aber warum willst du es uns verderben? Mir fehlt zum Streiten die Kraft. War klar, du Windbeutel. Könnte dich mit einem Finger erledigen. Hey, entspann dich, Lambert. Willst du kämpfen? Hä? Willst du? Na los. Gute Nacht. Genau. Ja gut, vom Bett gefallen erstmal. Verdammt, was für ein Traum. Toll. Okay, es hat nicht funktioniert. Wie ich sehe, sind alle schon munter. Und eine kräftige Fahne habt ihr auch. Dieser Hut war ein persönliches Erinnerungsstück, Lambert. Immer mit der Ruhe, alter Mann. Das geht in der Wäsche alles raus. Du kannst den Jungs später auf die Finger klopfen. Gehen wir an die Arbeit. Ja. Methode hat nicht funktioniert. Dein Versuch mit dem Grabstein und dem Schierling hat nicht geklappt. Nicht ganz, aber ich habe etwas rausgefunden. Okay. Während ihr Gabelschwänze gejagt und mit dem Megaskop rumgespielt habt, habe ich Uma untersucht. Mir ist etwas aufgefallen. In Momenten, wie sagt man, begrenzter Bewusstheit, verhält er sich anders. Okay. Wenn er einschläft, wacht er plötzlich für einen Moment auf. Dann bewegt er sich anders, hat einen anderen Blick, aber nur für einen kurzen Moment. Also habe ich ihn in Trance versetzt, hypnotisiert. Zuerst ohne Wirkung. Aber als er richtig weg war, habe ich was gehört. Ein Seufzen oder Stöhnen. Jedenfalls nicht Umas Stimme. Schön und gut. Aber wie soll uns das helfen? Sei still. Danke, Wesemir. Und es tut mir leid, was ich gesagt habe. Haben die Jungs dir erzählt, was wir vorhaben? Ja. Und es gefällt mir nicht. Aber ich muss dir wohl vertrauen. Ich dachte, wir wären diese Folterbank längst los. Ist sicher ein halbes Jahrhundert her, dass ich den traurigen Albert gesehen habe. Ich konnte mich nicht von ihm trennen. Dachte, wir könnten ihn noch gebrauchen. Ihr wisst ja, wie alte Leute so sind. Klar. Jeder Opa sammelt ja Foltergeräte auf dem Dachboden. Ja, wer weiß.
Und ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann geht's weiter mit Uma. Bis dahin, ciao.